Ja, also zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich fand das, wir kommen nicht verkehrt in der erste Halbzeit rein. Lassen zu viel frei liegen. Deswegen gehen wir auch in der Pausemitte einen knappen Rückstand. Und zweite Halbzeit ist so, habe ich schon ein paar Mal in Kiel probiert. Du denkst, dass du mitspielen kannst und dann auf einmal ist der Tank leer. Kiel bestraft deinen Fehler. Und dann sieht das am Ende des Spiels so deutlich aus. Also erstmal fand das erste Halbzeit hat der Abwehr eigentlich großteils gut gestanden. Wir haben die gezwungen, gut, also in, was wir denken, gute Chancen ist. Wir sind auch selber in Konterspiel gekommen, aber wie gesagt, lassen so viele Bälle liegen lassen. In der zweiten Halbzeit machen wir dann ein oder zwei so viele technische Fehler. Der Wurfeffektivität steigt auch nicht unbedingt und dann fallen wir voneinander in der Abwehr. So viel große Räume, eins gegen eins und da, wenn der Tank dann leer ist, dann verlierst du deutlich die Duellen zu Sargosen, Sadaric oder Reinken. Und das ist schade, weil ich finde, das Ergebnis täuscht, aber trotzdem bin ich zufrieden mit der kämpferischen Einstellung und so von den Jungs. Ja, also der Punkt, ich fand, dass das grundsätzlich nicht unser Problem, der Wille, Sachen zu lösen. Das ist eher das Mut hat uns lange gefehlt. Und wenn das Mut da nicht da ist, dann wird das Unsicherheit reingebracht und mehr technische Fehler, dumme Würfe und so weiter. Aber ich fand, heute war die kämpferische Einstellung da. Ich bin immer noch unzufrieden mit taktischer Bereitschaft, zu viel individuelle Fehler, besonders in der ersten Halbzeit, wo der Frische immer noch da ist, direkt von der Taktikbesprechung und so weiter. Zweite Halbzeit, wie gesagt, der Tank ist leer und die wechseln einfach einen Weltklasse-Spieler nacheinander ein und ja, so sieht's aus. Ja, also in meinen Augen ist das, heute war so ein freies Spiel. Natürlich kommen wir nicht hier umsonst. Ich wollte auch gerne in Kiel gewinnen, gar keine Frage da. Aber wir wissen schon, dass Kiel ist ein großes Brett. Und jetzt, wie du sagst, ist unser Fokus auf Minden und da erwarten uns ein Krieg. Minden kämpft um Überleben. Wir kämpfen um jeden Punkt, dass wir diese Saison einigermaßen vernünftig zu Ende bringen können. Und das wird ein heißes Duell da in Minden. Ich freue mich, das ist immer spannender, gegen Minden zu spielen. Die spielen aggressiv, viele junge Leute der Gas geben. So, das ist einfach Handbremse ziehen oder loslassen, Mut finden und all in. Ich denke, especially in die erste Halbzeit, wir haben eine was sagt man, ein gutes Spiel gespielt. Natürlich wir weiß oder wissen oder was sagt man, dass die Spiel war schwierig. Kiel ja, kämpft auf der Meisterschaft jetzt gegen Flensburg und erste Mal mit vielen Zuschauern in die Arena. So, ja, aber ich denke, wir hatten unsere Chance gut gespielt. Ja, speziell in die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit war natürlich ein bisschen schwierig in beide, ja, Angriff und Abwehr. Ich denke, wir waren ein bisschen unlucky mit unserer Chancen, Fehlwürfe und ein bisschen technische Fehler. Und sie machen die 5-1 mit Dunjak in Abwehr gut. Wir spielen das gut in die erste Halbzeit und die zweite war ein bisschen schwierig. So. Ja, und dann sie haben ja, viele Gegenstoße und wir sind ja, sie sind vorne beim 6 oder 7 und dann, ja, das war das. Ja, ich finde es positiv. Die Spiel gegen Minden am Sonntag ist natürlich wichtig für uns. Wir brauchen die zwei Punkte. So, ja, das fokussieren wir auf jetzt.